und jetzt schneidet meine Mom gerade das Brot in kleine Würfelchen, damit man es besser nachher in den Käse tunken kann. Ich gestehe, ich bin schon dabei, Brot zu mopsen. Und beachte Mutters gute Technik. Das macht Mom jedes Jahr. Und kein anderer kann so gutes Brot schneiden wie Mom. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Also angefangen wird beim Fondue damit, dass man ganz viel Wein in die Dinge schüttelt. Die Hälfte von der Käsemischung. Ja. Das ist jetzt von einem Kilo Käse, macht 500 Milliliter trockener Weißwein. Mann, Oma, du machst das echt gut. Mach die Pulle rein. Nein, das wäre zu viel. So, jetzt einmal. Und dann kommt da rein die Käsemischung. Naja, als erstes sollte man den Herd anmachen. Auf welcher Hitze? Dann tun wir jetzt voll die Platte einschalten. Dann kommt das machen wir zuletzt. Dann kommt die Stärke in was Flüssiges oder in unserem Fall die helle Soße. Tun wir in die Zitrone rein. Und da tun wir dann noch das Kirschwasser dazu. Und da wir keine Kinder am Tisch haben, brauchen wir mit dem Kirschwasser nicht so sehr sparen. Dafür habt ihr einen, der ganz wenig nur Alkohol verträgt. Ja. Aber was macht. Aber dann wird man doch betrunken von dem vielen Alkohol. Nein, das verkocht ja. Alkohol verkocht. So, und das kommt erst rein, wenn der Käse geschmolzen ist. Da tun wir jetzt noch Pfeffer dazu in dieses vorbereitete. Und Muskat kommt auch zuletzt, weil Muskat soll ja nicht kochen. Sonst wird er bitter. So, das ist vorbereitet. Hände sind gewaschen. Jetzt kann ich da mal reinfassen. Die Knoblauchzehe lässt man drin? Die lassen wir drin. Die darf der Opa rausfischen, wenn er mag. Oder der Papa. Normalerweise tue ich da mehr Zehen rein. Aber da du und Mama keine so Knoblauchfans sind, lassen wir die draußen. Das stimmt. So, und jetzt rührt man immer im Achter beim. Mit dem Kochlöffel macht man immer eine Acht. Und beachte, dass die Mischung schon etwas weißlicher wird. Und wenn wir merken, dass wir zu viel Käse haben, dann müssen wir halt noch ein Bein reingeben. Wo hast du den Käse zum Beispiel her und welcher Käse ist da drin? Den kann ich jetzt in den Ladesack. Nein. In einem Käsespezialgeschäft. Und es ist meistens, nimmt man da ein Drittel Grürzer Käse, Schweizer. Und dann
ein gutes Drittel Bergkäse und der Rest Emmentaler, aber nicht zu viel, sonst kann man Fäden bis an die Decke ziehen. Hatten wir mal vor 5 Weihnachten. Da hätten wir die Fäden um die Lampe wickeln können. Das war auch lustig. Ich ziehe gerne Fäden. Und wir, meine lieben Zuschauer, wir sehen uns gleich beim nächsten Teil, wo ich euch dann zeige, wie es aussieht, wenn der Käse... So, und so sieht unsere Tafel aus. Ich habe hier noch mein Kinderbesteck, weil damit komme ich am besten klar. Das sind dann Fondue-Gabeln. Mit denen geht man dann ins Fondue rein. Das ist der Teller, die Brötchen und das ist das Wichtigste, der Rougeau, glaube ich, heißt das Teil. Mami nickt, wenn ich sie anschaue. Und das ist Brennpaste, die sieht irgendwie voll lecker aus. Also, wenn ich nicht wüsste, dass sie hochgiftig wäre, würde ich da jetzt einen Finger reinstecken. Aber naja, das wird dann mit diesem Teeteil reguliert. Und mein Papi trinkt dann, das ist mein Papa sein Teller. Und wir haben alle Rudolf the Red-Nosed Reindeer Servietten. Gut, also, und hier steht dann unser fertiges Fondue. Wie ihr seht, werden da diese kleinen Gabeln benutzt, um in einem Achter die Brotstücke darin zu tunken. Und dann wird es draufgetan. Und wenn es dann nicht runterfliegt, dann hat man ein wunderschönes Stück Käse. Und das kann man dann einfach so... Hi! Und ich freue mich riesig, dass ihr noch dabei seid. Jetzt zeige ich euch unseren Weihnachtsbaum. Das ist eine echte Pyramide, die kommt aus dem Erzgebirge. Die hat mein Urgroßvater, nämlich der Vater meines Opas, selbst von Hand gebaut. Wie man vielleicht sieht, läuft unsere leider etwas anders rum und deswegen machen alle den Moonwalk, aber das ist egal. Die haben meine Mutter und ich übrigens dieses Jahr aufgebaut. Das war auch eine ganz tolle Geschichte, aber auch voll anstrengend. Aber zum Glück weiß ich ja jetzt, wie es geht und kann es nächstes Jahr wieder aufbauen. Hier sehen wir übrigens den Bergmann. Das ist auch noch so ein Ding aus dem Erzgebirge. Und unter der Pyramide sind unsere Geschenke. Ja, ich wünsche euch noch ein wirklich tolles Weihnachtsfest. Und erzählt mir, was bei euch so an Weihnachten ist. Ob ihr auch eine Pyramide habt oder einen Weihnachtsbaum, was ihr so esst, erzählt mir einfach irgendwas. Das würde mich freuen. Also dann, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Das ist dann wieder am Mittwoch. Und jetzt kommt noch der letzte Teil von meinem Freitagsvideo. Ich möchte euch einfach noch einen schönen Weihnachten wünschen. Ich hoffe, dass ihr einen guten Tag habt, dass ihr viel Spaß habt und dass euer zweiter Feiertag genauso schön ist wie mein Weihnachten gestern. Also, ich werde heute mich sehr viel ausruhen, schlafen und auf keinen Fall mehr irgendwas machen, weil ich bin erschlagen und ich will einfach nur noch ins Bett. Wir haben jetzt so 0 Uhr oder so und ich dachte, ja, ich mache das jetzt schnell, dann schneide ich die kleinen Teile noch zusammen zu einem Video und dann werde ich das einfach morgen dann hochladen, also wenn ich geschlafen habe. Und dann könnt ihr, wenn ihr es mögt, oder ihr habt ja dann eigentlich schon, euch das Video ansehen. Falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Sachen wissen wollt oder mir einfach was sagen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne über Facebook schreiben, da heiße ich auch Ella Bella Flor. Ihr könnt mir aber auch, wenn ihr mögt, gerne per E-Mail schreiben, das wäre dann die bell.rietemeyer@outlook.com. Und ja, hinterlasst mir auch gerne ein Abo oder ja, wie gesagt, wenn ihr mir Fragen stellt, hilft mir das, euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen. Weil nun mal ein Weihnachtsfest für einen Asperger was anderes ist als für einen Nicht-Asperger. Und dann wüsste ich doch auch gerne, wie es bei den Nicht-Aspergern so ist mit Weihnachten. Okay, oder mit anderen Feiertagen. Es gibt ja auch noch andere Religionen, die um diese Zeit glaub feiern. Erzählt mir, wie es bei euch, wie es bei denen ist, falls irgendjemand irgendwie so hier mein Video sieht. Würde mich sehr interessieren. Ja, also dann. Tschüss!